Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind Captain oder Kapitän aktuell. Haben uns auf die erste kleine Schiffstour gewagt. Sie war nicht riesig von hier zu hier, aber wir haben schon mal ein bisschen mehr Karte erkundet und das habe ich halt auch einfach mit euch in nächster Zeit ein bisschen vor, dass wir uns die Welt hier mehr angucken. Wir machen jetzt aber erstmal wieder zurück, weil unser Inventar ist schon wieder voll. Volle Kraft voraus. Dass wir unser Inventar noch mal ein bisschen leeren und dann mal schauen. Entweder in die Sümpfe, also ich würde an sich ganz gerne in die Sümpfe, aber wir müssten vielleicht nicht direkt in den erstbesten Dungeon springen, der uns entgegenkommt, sondern einfach mal ein bisschen hier das Gebiet noch erkunden. Und von diesem Glibber wollte ich auch noch ein bisschen was einsammeln. Find's schön, dass solche Musik eingespielt wird, sobald wir auf dem Meer unterwegs sind. Bis auf einen kleinen Fisch haben wir noch nicht viel gesehen. Bin ich auch nicht traurig drüber. Ich hasse Wasserkämpfe. Weil die einfach immer so sehr überraschend kommen. Ja, mal schauen. Wir haben eine ganze Menge aufgedeckt in den letzten Folgen. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr kleiner Teil der Map. Hoffentlich können wir nicht irgendwann Raumschiffe bauen und kommen auf den nächsten Planeten. Aber ich glaube, es ist eher was für ein anderes Spiel. Irgendwie hat es noch nicht so richtig geladen da vorne. Ich wollte gerade sagen, unsere Basis sah doch nicht so mickrig aus. Aber da ist irgendwas noch nicht so richtig von der Engine her geladen. Jetzt wird's langsam. Sehr schön. Sieht von der Seite trotzdem irgendwie unspektakulär aus. Wir müssen langsam ein bisschen auf Kurs kommen. Kleines Stückchen noch rüber. Jawohl. Ja, so sieht es doch schon soweit ganz gut aus. Wer bleibt schon wieder fast stehen? Oder es wird einfach generell langsamer, sobald wir uns dem Ufer nähern. Ich weiß es nicht genau. Dann essen wir doch mal was. Ich hau mir mal zweimal Fleisch noch mit rein. So, ein kleines Stückchen noch rüber. Noch ein Stückchen. Weiß gar nicht, ob man noch angeln kann. Denke schon, dass wir die Fische irgendwie da rausziehen könnten. An sich bräuchten wir auch mal ein paar Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht kann man sie... Mit dem Speer wird es bestimmt gehen. Ob man die auch mit dem Bogen fangen kann. Gott, wie soll ich denn die treffen? Ich glaube, das ist so nicht gedacht. Nicht wirklich. Und wenn ich einfach reinspringe? Ui, da ist aber direkt wieder hochgeschossen. Möchte das Spiel nicht, dass wir tauchen. Na gut. Wir haben es versucht. Dann lasst uns mal eben kurz Inventar leeren und dann geht's auch schon weiter. Ist hier was? Greift uns was an? Hör doch was. Können wir mal unseren Aussichtsturm benutzen? Aber ich sehe nichts. Aber die Seite da hinten ist irgendwie noch nicht so cool. Da sehen wir einfach nichts. Das klang gerade stark danach. Ach, verdammt, ich wollte cool sein. Naja. Klang wie eine Nixe oder so. Wer weiß. Dann schnell Inventar leeren. Das dauert immer jedes Mal so lange, aber ich kann es auch nicht jedes Mal rausschneiden. Gerade nicht, wenn es nicht Anfang der Folge ist. Stein hier rein, dann haben wir noch Samen. Die haben wir hier, dann haben wir hier noch ein paar Früchte. Einmal das. Wir haben noch mehr Samen, sehe ich gerade. Die und die. Die Disteln auch noch, Entschuldigung. Leder. Ach, wir können uns wirklich bewerfen mit Trollleder. Wertvolles Harz und sonstiges brauchen wir noch. Und dann sind wir soweit schon wieder fast leer. Wir haben noch ein bisschen Feuerstein hier oben. Und noch ein paar Knochen. Der Honig kann auch noch weg. Und das Fleisch noch weg. So, dann sieht es doch ganz gut aus. Wir sind trotzdem halt relativ voll, was das Inventar angeht.
Aber es sind irgendwie alles so Sachen, die man halt auch mitnehmen möchte, ne? Das Holz könnten wir mal noch wegpacken. Zumindest mal so, dass wir vielleicht noch 3-4 Stück einstecken haben für den Fall der Fälle. Wir brauchen mal noch irgendwas Kleines. Gut, dann haben wir das alles. Eigentür wäre auch bereit. Ausgeruht läuft immer noch 14 Minuten. Haben wir uns gerade noch gegönnt. Dann würde ich sagen, wir hauen mal Eigtür an. Wir müssen das Dach hier drüben noch anders machen. Wir haben das auf der Seite, habe ich das komplett vergessen. Deswegen sieht das alles so asymmetrisch aus. Und dann gehen wir mal ein bisschen noch Sümpfe erkunden. Jetzt haben wir natürlich diesen Giftwiderstand wieder nicht dabei. Aber dafür Gesundheitsregeneration. Und ich wollte auch eigentlich mal gucken, ob wir das beides stapeln können. Ich denke schon, dass es gehen müsste. Aber man weiß ja nie. Nein, den Stein wollte ich nicht. Weg mit dem Stein. Wir können mal ein bisschen hier in die Richtung laufen, dass wir hier oben lang gucken. Aber hier kommen ja, glaube ich, die Berge jetzt. Ne, genau. Das ist halt die Frage, ist das jetzt bloß wirklich so ein kleiner Gipfel? Wird das einfach eisig, sobald das Gelände eine gewisse Höhe erreicht hat? Ich glaube, einen kleinen Moment können wir ja über die Berge laufen, ohne dass wir gleich erfrieren. Jetzt sind wir im Gebirge. Erfrieren, du erfrierst. Und es kostet uns immer ein Leben. Na gut. Sag mal, das geht ja noch vom Leben her. Und dann können wir uns trotzdem nicht länger als eine Minute im Gebirge bewegen. Also macht keinen Sinn. Sind ja gleich wieder unten. Ist ja gut. So. Hier sind wir rausgekommen. Wir haben hier noch Grasland, bevor es ins Sumpfland geht. Ui, wo bist du denn her? Und hier ist das bekannte Sumpfland. Die Dungeons haben wir also auf jeden Fall alle schon besucht. Ist ja krass, ne? Wenn man hier so im Grasland noch steht und aufs Sumpfland guckt, sieht es eigentlich ganz cool aus, aber sobald wir es betreten, wird es halt alles düster ohne Ende. Ja, wird gleich viel dunkler und hässlicher. Wir laufen einfach... Oh nein, Blutegel. Ich habe keinen Giftwiderstand. Ich habe keinen Giftwiderstand. Geh weg. Wir haben hier wieder Klibber. Das wollte ich eigentlich auch sammeln. Kriegen wir das so? Nicht so wirklich. Ach, wir brauchen eine Werkbank für und da reichen jetzt die 4 Holz wieder nicht. Naja. Ich hätte ein bisschen mehr Holz im Inventar lassen sollen. Irgendwas ist halt immer. Aber es ist auch nicht schlimm, das eilt nicht. Das können wir später mal noch in Ruhe sammeln. Ich würde jetzt erstmal ganz gern wissen, wie groß ist das Sumpfland überhaupt? Wie viele Dungeons? Mit wie vielen Dungeons können wir ungefähr noch rechnen? Dass wir uns hier mal einen kleinen Überblick verschaffen. Da hinten kommt auf jeden Fall wieder Dungeon. Was haben wir denn hier? Es könnte ein Stein sein, der uns den Knochenwanst markiert. Wo ich nicht weiß, ob es die nur in den Dungeons gibt, also in den Krypten. Und das vielleicht wieder bloß so ein Ulfstein ist. Ach, die Ausdauer. So. Ich glaube, das ist so ein Ort. Jawohl. Ah, der Uralte. Hä? Gibt's noch einen Uralten? Wir hatten den doch hier oben schon. Entweder können wir den mehrfach. Komisch. Also entweder können wir den mehrfach besiegen. Wo ich jetzt nicht wüsste, wozu wir das tun sollten. Das letzte Mal stand hier eine... Ja, genau. War ja in dem anderen Gebäude schon so, dass die dahinter versteckt stand. Ja, komisch. Müssen wir auf jeden Fall früher oder später mal noch hin. Jetzt habe ich natürlich die uralten Samen meistens weggeworfen, aber ich glaube, wir haben trotzdem genug.
Hier kommt dann der Fluss, ne? Der wird dann hier so reinmünden, genau. Okay. Aber es ist jetzt schon wieder dunkler Wald, also wir sind schon nicht mal mehr im Sumpf. Also scheint der Sumpf hier zumindest an der Stelle echt klein zu sein. Das heißt, früher oder später werden wir doch in den Eisenmangel reinkommen. Hier kommt auf jeden Fall schon wieder dunkler Wald. Na, wähl doch aus. Hab doch gedrückt. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Das heißt, hier müsste es noch irgendwie eine Verbindung geben wahrscheinlich. Dann laufen wir auch mal in die Richtung. Weil hier hinten waren wir ja schon. Ich hätte nicht gedacht, dass das Sumpfgebiet so klein ist. Das heißt, wir müssen oder früher oder später definitiv noch ein weiteres Sumpfgebiet finden. So, ein bisschen mehr in die Richtung, genau. Auf jeden Fall nicht so viel los. Bin ich jetzt nicht traurig drüber? Ein Troll. Ein Troll mit langen Haaren? Eine Trollfrau? Die schon immer so einen Zopf gehabt? Gibt es denn auch Stufe 1 Trolle? Ah, das ist ein Stufe 1 Troll. Deswegen sieht er wahrscheinlich so anders aus. Gucken, ob der was Cooleres fallen lässt. Aber wir hatten, glaube ich, schon einen, weil wir haben ja schon Troll-Trophäen bekommen. Und Trophäen kriegen wir, glaube ich, nur von den Stufe 1ern. Ach, die Krautzwerge, aber die sind gleich alle Stufe 1. Kommen noch Ausdauer. Ich würde gerne erstmal eigentlich den Troll erlegen, bevor der Krautzwerg dran ist. Er hält halt schon mal ein bisschen mehr noch aus. Das werden immer mehr Krautzwerge. Die Sache ist, ja super, 10 Stück oder so gleich. Nicht ganz, aber. Und noch Skelette. Ein Troll kommt halt selten allein, ne? Das haben wir ja mittlerweile schon gemerkt. Liegt denn hier rum? Das ist bloß Holz vom Troll. Hänge irgendwie am Baumstamm. Ah, wir haben ihn gleich. Dann kümmern wir uns um die ganzen kleinen Zwerge noch. Wenn wir jetzt halt die Zwerge zerklopfen, dann haben wir kaum noch Ausdauer. Und wenn dann einmal der Troll zu nah ist, könnte es halt schon kritisch werden. Möchte ich immer etwas ungern riskieren. Ui, das war sogar relativ knapp. Irgendwie schaden wir ihm kaum noch. Und jetzt. Nein, immer noch einer. Jetzt aber. So, jetzt seid ihr mal alle an der Reihe. Habt ihr euch hier groß gefühlt, weil ihr neben einem Troll rumrennt? So, was hat denn der alles? Trollleder, Trollleder, Holz. Ah, der hat 10 Trollleder gegeben, aber keine Trophäe. Okay. Mal gucken, ob sich der Aufriss gelohnt hat. Ob hier vielleicht eine coole Truhe drin steht. Ah, wie viele Krautzwerge denn noch? Ich glaube, wir sind irgendwo unmittelbar in der Nähe eines Spawners. Halt schön viel Holz rum. Nehmen es auch gleich mal mit, weil wir wollen ja eh in Zukunft wieder ein bisschen mehr Kohle machen. Hier oben wird wahrscheinlich wieder nichts stehen. Zwei Skelette stehen da. Da muss ich nicht unbedingt hoch. So, wo sind wir dann gelandet? Hier sind wir. Wir wollten weiter in die Richtung. Ich würde ganz gerne wissen, ob wir hier durchkommen oder ob da noch Gebirge oder Wasser zwischendurch kommt. Kommen die Skelette uns jetzt hinterher? Schweinerei. Was haben wir denn hier? Wir haben hier auch einen Spawner. Ach nee, doch nicht. Sah gerade so aus.
Aber wahrscheinlich ein Dungeon in der Nähe. Ist jetzt egal, ob wir das jetzt nicht gesehen haben. So, es sieht so aus, als würde Gebirge kommen. Aber nicht komplett, oder? Bin mal gespannt, was es im Gebirge noch gibt. Habe ich noch fast gar nichts drüber gesehen. Da noch irgendwie andere, coolere Gegner kommen. Wäre auch mal interessant zu wissen. Ach komm, hör doch auf. Ah, wir können hier vermutlich... Nee, es kommt jetzt, kommt Gebirge. In dem wir nicht mehr vorbeikommen. Kann nicht zuhauen. Nee, hier kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Das heißt, hier ist dann doch mal eine Abgrenzung. Wieder Skelette. Und ein Dungeon. Mit einem großen Eingang. Markier uns den nochmal. Müssen wir ja jetzt nicht unbedingt reinschauen. Haben wir in den letzten Folgen schon oft genug getan. Aber dann weiß ich zumindest, dass es hier dann nicht weitergeht. Aber Sumpfland wird dann auch irgendwo hier so enden, ne? Wenn das Wasser dann hier kommt. Naja. Dann laufen wir jetzt mal wieder langsam zurück zur Basis. Inventar ist nämlich schon wieder ganz schön gefüllt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge definitiv dann mal auf. Wieder ein bisschen in die versunkenen Krypten. Genug erkundet. Aber es war auch mal ein bisschen eine Abwechslung. Wir sind ja 3 Folgen oder so hintereinander die ganze Zeit nur Basis, versunkene Krypten, Basis, versunkene Krypten. Und das ging nach der Zeit einfach auch ein bisschen auf den Keks. Und dachte ich mir, wir laufen mal ein bisschen rum, erkunden mal die Gegend, in der wir hier leben. Wir sind ein bisschen Schiff gefahren. Und dann wissen wir zumindest, wie groß der ganze Spaß hier erstmal ist. Und was wir noch zu erledigen haben. So, wo müssen wir hin? Nach hier oben. Wir waren gar nicht so weit weg, das passt. Dass wir dann jetzt demnächst definitiv genügend Eisen sammeln, dass wir das letzte Rüstungsteil noch fertig kriegen. Dass wir uns vielleicht auch ein Eisenschwert machen. Und uns dann so ganz, ganz langsam mal Richtung Knochenwand bewegen. Mit dem anderen Uralten ist natürlich auch mal noch interessant zu wissen, aber so haben wir zumindest auch schon mal hoch eine Route mit dem Schiff und ein Ziel, wo wir hinkommen. Das könnten wir prinzipiell auch mal machen. Dass wir da einfach mit dem Schiff mal hinfahren. Eventuell gleich ein Portal einstecken lassen. Aber, na doch, wohl, kann man machen. Wir haben ja genügend Kerne mittlerweile. So, ab nach Haus. Schnell noch ein bisschen Inventar leeren ins Bettchen. War ein anstrengender Tag. Und du schaffst es. Jawohl. Dann haben wir einmal wieder keine Fackeln mehr hier drin, weil es schon wieder so dunkel ist. Wir haben ja zum Glück Harz einstecken. Weiß, ich packe auch immer nur eins rein, aber was bringt mir das, wenn das dann die ganze Zeit durchleuchtet, wenn wir gar nicht da sind? Verschwenden wir nur Harz, auch wenn wir genug davon haben. Ach kommt, ich bin mal nicht so geizig. 2 Stück. So, sonstiges. Wir haben wieder Augen bekommen. Wir haben Knochen bekommen. Wir haben wertvolle Sachen. Wir haben Stein. Wir haben Federn. Und auch Leder. Früchte. Fleisch. Pilze. Und noch mehr Leder. Es geht eigentlich, ne? Mittlerweile sind wir relativ schnell, was das angeht. 12 Holz haben wir. Die packen wir direkt in den Kohlenmeiler. Hier war ja soweit alles fertig. Mit den Möhrchen wollen wir noch ein bisschen beobachten. Und guckt mal, perfekt, oder? 13 Sekunden noch ausgeruht. Hat genau bis zum Folgenende gereicht und genau gereicht, bis wir uns wieder ins Bett legen. Hier 3, 2, 1 und ausgeruht. Perfekt. Und dann machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's mal wieder in die Krypten. Bis dahin, macht's gut.